Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir fahren jetzt zu Mama. Genau. Noch was? Ist was? Papa. Ja, Baba. Wir fahren auf jeden Fall und melden uns gleich wieder. Bei Mama werden wir sehr wahrscheinlich nicht filmen, aber wenn wir da raus sind. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt in die Stadt, wo ich sein. Ins Bugletti. Boah, hier fahren immer Motorradräder vorbei, ne? Wenn wir. Oha, oha. Wir fahren jetzt ins Bugletti. Ich muss meine Tüte haben, weil es mich so voll nervt. Wie geht's euch, Leute? Ich bin irgendwie seit 2 Tagen am Arsch, aber richtig am Arsch. Wegen dem Wetter. Und? Weil du durchgearbeitet hast. 5 Tage. Eigentlich hatte er ja immer öfters mal frei. Boah, ich sehe voll breit aus. Schatz. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr müde. Falls wenn ich nicht rede, wisst ihr Bescheid. Weil ich bin so ein Mensch, wenn ich müde und abgefuckt bin, dann rede ich lieber nicht. Sonst wird's hart, hart, hart. Kommt nur Müll raus. It's been a long day. Was willst du hören? Egal. Dann mach ich das jetzt mal eben. So, der ist beschäftigt mit Handy. Madame ist beschäftigt mit Handy. Furkan ist am Fassen und guckt Fernseher. Pass Lina auf. Lina? Soll ich auch nehmen? Und Mama macht Milchreis für Lina. Mama? Ja, Mama? So, wir fahren jetzt nach Hause. Und morgen gehen wir in den Zoo. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Auto, fahren Richtung nach Hause. Meine Mutter hat Lachmal schon eingepackt. Wie viele waren da? Bestimmt 10 Stück. Und wir haben alles aufgegessen jetzt im Auto und Audrey hat immer noch Hunger. Deswegen fahren wir jetzt noch zu Meckes. Heute ist Faultag. Walla, wer hat Bock, Sonntag zu kochen oder putzen oder was weiß ich? Also, putzen haben wir gemacht, bevor wir zu Mama gefahren sind. Hamburger, Cheeseburger oder Chicken Nuggets? Chicken Nuggets. Haben wir mit Ketchup oder Mayonnaise? Mit Mayo bitte. Nuggets mit Süßsauersoße? Ja. Welches Getränk darf es bitte sein? Orangensaft. Abgekühlte Fruchtquatsch oder McFreezy? Lieber... Quetschi. Quetschi bitte. Was? Quetschi bitte. Quetschi. Ich habe von Spielzeug den Pinguin, die Giraffe. Eigentlich egal, irgendwas für Mädchen. Okay, darf ich das noch sagen? Ja, warte. Moment bitte. Einmal ein McChicken Menü. Einmal ein McChicken Menü bitte. Mit Cola und Mayonnaise? Ja. Darf es sonst noch etwas sein? Das war's. Wir bekommen eine Gratis-Soße von uns als Aktionbeigabe. Dankeschön. Die waren noch am Reden, du Vogel. Was? Die waren noch am Reden. Nein. Doch, die wollte fragen, welche Soße wollen sie dazu? Man kriegt ja diese Fläschchen. Du bist einfach weitergefahren, du Assi. Egal. Nina. Weiter geht's. Adieu, Adieu.
Then I see something shimmering in your eyes. And they say if you wanna glimpse the future, you need space. And you said you put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a whirl of thunder. Fear is an imposter. I find it hard to not give schlafen, weil sie meinte, warum steht ihr nicht hier? Aber dann kann ich euch dann morgen abholen und ihr könnt dann halt einkaufen gehen. Wir müssen noch einkaufen für zu Hause, haben wir noch nicht gemacht. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Hier liegen übrigens noch die ganzen Autos rum. Und ja, ich muss gleich zu Kaufland mit Haken. Wir machen nämlich ein Tauschpaket mit einer lieben YouTube-Mama. Auch Freundin von mir und ich muss ein paar Sachen kaufen fürs Tauschpaket. Das wird auch sehr bald kommen. Ich hoffe diesen Monat noch. Ich wollte das Paket Ende dieser Woche abschicken. Mal schauen. Ja, Mama ist auf der Arbeit. Ich freue mich jetzt hier auf. Hakan schläft noch.
Ich muss jetzt warten, bis er auf und ich habe keine Anziehsachen. Ich habe jetzt einfach ein T-Shirt von Mama angezogen, aber mir ist so kalt gewesen, dass ich so ein Cardigan angezogen habe. Ich blute. Naja. Ja, wir haben gerade mit Lina gefrühstückt. Jetzt muss ich meine Zähne putzen und dann versuche ich mich ein bisschen frisch zu machen. Wenigstens die Augenringe kaschieren. Lina guckt das Video von gestern. Sie liebt es ja, sich selber anzuschauen. Hakan? Hakan? Wann willst du aufstehen? Nein. Gehen wir zu Kaufland, ja, ne? Aber das Wetter ist scheiße, zu Aldi können wir nicht. Nur zu Kaufland. Ja, ah, übrigens, das ist Hakans neuer Schrank. So. Ja, ich putze jetzt meine Zähne und dann mache ich mich fertig. Dann nehmen wir euch gleich wieder mit. Tut mir leid, weil das wieder so durcheinander war. Ich habe jetzt vorgestern gefilmt, gestern, wo wir im Zoo waren. Und heute jetzt. Aber ich habe gestern voll vergessen, weiter zu filmen. Und weil der MacBook bei, also zu Hause ist, und ich den nicht mitgenommen habe, konnte ich jetzt gestern auch kein Video hochladen, also am Dienstag. Tut mir leid. Am besten, ich muss ein paar Videos vordrehen und dann immer schon mal auf YouTube stellen, aber auf privat. Und wenn ich dann kein Video hochladen kann, muss ich die dann hochstellen. Ich glaube, ich mache das ab jetzt so. Ich drehe ein paar Videos vor. So Leute, ich bin fertig. Oh mein Gott, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie eine Leiche. Okay, wegen dem Licht. Eigentlich sehe ich so aus. Noch schlimmer. Ich weiß nicht, wovon diese Augenringe kommen, aber ich glaube, wegen meinem Eisenmangel. Also ich bin mir 1000% sicher. Ich streite noch ein bisschen mit dem Stift auf, damit ich nicht so tot und blass aussehe. Wie noch? Ah! Scheiße. Moment. Hast du auch, glaube ich, vermisst? Aber hier ist der Dimmel. Ja? Ha? Hast du mal vermisst? Nein, nein, nein! Hast du mal mich vermisst? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Bitte! Nee, bitte, nein. Mama, Mama. Hadi daha gel gideceğiz de. Minaj. Mama, Mama. Schlauma ya. Mama. Lass das bitte, ja? Mama, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. 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 So, Lina, jetzt sehe ich ein bisschen besser aus, habe ich das Gefühl. So, Lina, was soll Mama anziehen? Bitte, bitte, bitte. Mama, 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 Mama. Jetzt, das ziehe ich an. Ja. Ja? Darf ich das anziehen? Mama, Mama. Okay. Okay. Dann mach das aus. So, Hakan ist wach und wir gehen jetzt einkaufen. Ich habe voll vergessen, dass ich wegen dem Tauschpaket einkaufen gehe. Das heißt, ich kann euch nicht die ganze Zeit mitnehmen. Sorry, Leute. Und ich kann euch auch nicht zeigen, was ich gekauft habe. Ich werde aber zeigen, was ich außerhalb des Tauschpakets gekauft habe. So. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und Arthur holt uns jetzt ab. Und wenn er uns ankommt, gehen wir runter. Ja, ich habe gerade gestaubsaugt. Und wir warten jetzt eigentlich nur auf Order. Der ist in 10 Minuten bestimmt da. Und dann gehen wir einkaufen. Also hier zu bloggen ist sehr schön. Hier sitzt man direkt vor dem Fenster und ich meine, die Augenringe sind immer noch da. Ja. Mal schauen, wie wir einkaufen gehen. Bei Kaufland habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Kaufland ist nicht so meins. Dann gibt es hier noch Aldi. Mal gucken, ein altes Video vielleicht. Lina, ich bin hier, gell? Es regnet total draußen. Hm.
Lina? Achso, ich habe die Sachen fürs Tauschpaket gekauft. Ich habe die auch eingepackt. Ich muss eigentlich nur noch in den Karton packen. Und dann so. Die Pferdemeinde. Ja, okay, Tommy. Ja, okay, Anna, der Leute, wir gehen jetzt auch gleich. Sag mal, wir gehen jetzt gleich her, Papa ist gleich da. Bitte. Pipi, pipi. So, wir fahren jetzt nach Hause, sage ich, zu Aldi und Lidl. Oder Lidl, mal schauen. Wenn wir alles finden, dann nicht. Wir waren beim Türken und Lina hat ein paar Sachen bei H&M bekommen. Die zeige ich euch später. Ja. Ja. Lina isst Kastanien. Schmecken die, Lina? Mami, willst du noch eins? Baba. Ja. Lina hat ihren Baba sehr vermisst. Warte. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Aber das ist jetzt auf der Arbeit. Ich habe gerade den Food Hold abgedreht, solange er zu Hause war. Ich habe bei H&M ein paar Sachen gekauft. Bei H&M ist momentan hat der Sommer Sale angefangen. Und ihr könnt mit der H&M App 30% nochmal auf euren Einkauf, also auf die Sommersachen, also auf die reduzierten Sachen. Ich zeige euch mal kurz, was ich für Lina gekauft habe. Ihr wisst, Lina liebt Jeggings und ich liebe das auch an ihr. Sie hat momentan 86 und ich habe jetzt Größe 92 zweimal gekauft. Die waren auch für 5 Euro runtergesetzt. Und deswegen habe ich auch direkt 2 Stück mitgenommen. Einmal das und einmal in Schwarz. Das Schwarze sieht so verwaschen aus, aber ist okay für 5 Euro. Dann habe ich einmal diese Hotpants sagt man ja nicht, ne, bei kleinen Kindern, man sagt ja kurze Hose. Ja, geht's dann, ne? Dann habe ich diese kurze Hose für Lina gekauft mit so einem Steinchen. Sieht man das ja, ne? Für 10 Euro. Ich fand die voll schön. Und dann in einer etwas helleren Farbe für 7,99 und Größe 86. Aber ich denke mal, das passt auch diesen Sommer. Dann für 5 Euro dieses Kleid. Das war das letzte und ich fand das voll schön. Ich weiß nicht, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag ja weiß im Sommer, also helle Farben. Und einmal das hier, das hat wie viel gekostet? 5,99. Geh dann, nimm. Einmal dieses Kleid. Das hat so Kirschen drauf. Kirschen. La 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 la. Ja, und dann haben wir noch ein paar. Was willst du? Also für mich habe ich jetzt nichts gefunden. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht so nach mir für mich was geschaut. Aber was ich euch sagen kann, voll viele Hosen sind, also Jeanshosen, sind für 5 Euro im Angebot. Ich glaube, du willst Musik hören, Lina. So, und dann habe ich halt noch für Lina Quetschis gekauft. Wir waren, wie gesagt, beim Chinesen essen. Und ich habe bei meiner Mama alle Sachen eingepackt, die ich für das Tauschpaket gemacht habe. Aber ich muss hier noch Linas Quetschis rausholen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit mag Lina Quetschis sehr. Und Actimel. Ich habe jetzt
so was, so gefakte Actimels gekauft, aber das sind so Fitness-Actimel-Drinks. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Und deswegen darf ich mir das nicht nehmen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt so wie fürs Paket die Sachen schön eingepackt. Und ich hoffe, dass. Also, lasst euch überraschen. Wenn das Tauschpaket online ist, dann sage ich euch Bescheid, dann könnt ihr schauen. Und bei H&M habe ich insgesamt 35 Euro bezahlt. Genau, 30% Rabatt, 3 Euro. Minus 3 Euro, ja. Ja, ne. Das muss ich jetzt schön in einen Karton reintun. Noch einen schönen Brief dazu schreiben. Und dann... Ich versuche das ein bisschen schön zu... So, ihr Lieben, Lina schläft. Wir haben 6 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich räume hier kurz auf und dann wecke ich sie wieder. Übrigens habe ich mir neue Nägel bestellt über Amazon, aber die gefallen mir gar nicht. Seht ihr das? Die sind total spitz. Wie findet ihr das? Findet ihr das schön? Ich weiß nicht, mich stört's. Ich werde die ein bisschen rund abfeilen, dass es so rund ist. Aber sonst sind die sehr, sehr gut. Ich habe jetzt für 500 Stück 10 Euro bezahlt, also inklusive Versand. Ja, aber die sind sehr, sehr stabil. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier aufräumen. Ich habe gerade ein Video abgedreht und ich habe alle Sachen gekauft für, sag doch schnell, für die Wasserbomben und ich werde das auch ganz... Ich versuche es heute Abend abzudrehen, wenn nicht, drehe ich das morgen ab. Mal schauen, wie ich das schaffe. Weil wenn Nina jetzt schläft, wir haben 7 Uhr, dann weiß ich nicht, wie sie später schläft. Aber sie hat heute einen sehr, sehr kurzen Mittagsschlaf. Keine Ahnung. Ich schaue mal, ich rufe mal Otto an, der kennt sich besser aus mit ihrem Schlaf, weil die beiden ticken 1:1 gleich. Wie man sieht, meine Augenringe sind bis zum geht nicht mehr. Das ist, weil ich meine Eisentabletten nicht mehr nehme seit langem. Ich merke, dass es wirklich daran, also nachdem ich die genommen habe, hat es sich verbessert. Ja, ich habe jetzt die Küche aufgeräumt. Ich wollte jetzt noch die letzte Folge von meiner Serie gucken. Vielleicht kennen das einige unter euch, das heißt Sirs. Und ja. Danach gehe ich schlafen. Nina schläft seit 10.30 Uhr. Sie ist heute echt spät schlafen gegangen. Ich hoffe, dieser Vlog war nicht zu durcheinander. Ich hoffe zumindest, dass es nicht so war. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich hoffe, dass ich dann fitter bin. Ich werde jetzt auf jeden Fall 2 Eisentabletten nehmen und morgen früh direkt auch 2 Eisentabletten. Früher habe ich die 3-mal am Tag genommen, aber jetzt nehme ich sie erstmal 2-mal, weil der Tag ist ja schon vorbei. Und morgen dann 4 hoffentlich. So Leute, meine Augen gehen zu. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen hoffentlich wieder. Und bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich ist das Wetter bei euch schön. Und nicht so düster. Ciao. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you wanna...